Hoi Jeroen. Hoi. Wie läuft's mit der angeschlagenen? Jetzt, nach den vier Tagen? Nach den vier Tagen, jetzt sind wir da wieder mit drei. Drei sind im Hotel verblieben mit dem Jonas, dem Physiokollege, wo Krafttraining, Oberkörper und lockeres Ausfahren auf dem Velo machen. Bin ich da beim Boris dran, ein bisschen Beweglichkeit für seinen Rücken überzukommen, weil er mit Rückenproblemen am Kämpfen ist. Die anderen beiden haben noch an den Unterextremitäten ein Problem. Wir haben wirklich eine gute Belastung gehabt, bis jetzt. Wie hat denn so dein Tagesprogramm ausgesehen? Von der Belastung her? Am Anfang haben wir wirklich geschaut, dass wir in einer guten Intensität mit einer hohen Belastung gut arbeiten können. Wir haben dann vor dem Match gestern gut runtergefahren, gut regeneriert, auch immer mit dem Essen möglichst drauf geschaut, möglichst mit dem Schlaf so gut wie es gegangen ist drauf geschaut. Wir haben auch geschaut, dass wir gute Elektrolytgetränke können haben. Und somit mit der Belastung auf dem Match gut können runterfahren, dass wir im Match wieder fix sind. Klar hat man gemerkt, gegen Ende des Matches, dass alle ein bisschen auspowered sind, aber darum geht es im Trainingslager, dass wir die Belastung nachher können ummünzen auf 90 Minuten, dass wir dort Vollgas geben in der Meisterschaft und die wichtigen Punkte, die wir brauchen, für den Ligaerhalt wieder zu holen. Super, danke vielmals. Bitte. Heute am Regenerationstag, hartes Training, Goalie-Training sein? Im Elend, aber geil. Wie läuft es im Trainingslager bis jetzt, Jim? Ja, gut, gute Stimmung, ein bisschen müde, aber geil, wirklich geil. Gutes Wetter vor allem. Und heute Nachmittag, habe ich gehört, habt ihr frei? Ja, du, ein bisschen shoppen, Basel, Zeug kaufen. Ich glaube, die meisten haben schon Freude, dass wir mal frei haben am Nachmittag, aber ist gut. Die Woche bis jetzt in den vier Tagen streng gewesen. Ja, ich bin schon fast zwei Wochen da, von dem her bin ich wirklich müde. Aber ich glaube, so viel weiter. Grüße Tag, gell? Danke, gleichfalls. So, da haben wir den Michi gefunden, Eisering. Und heute haben wir am freien Nachmittag. Haben wir schon etwas geplant? Ja, wir gehen mit dem Star der Mannschaft gehen wir auf die Seite in die Stadt. Ein bisschen shoppen. Und dann gehen wir wieder zurück ins Hotel, ein bisschen holen. Ich will das gar nicht, ohne Spaß. Weißt du, ich sehe? Sind noch schlecht? Und da vor der Punkt ist auch Frechheit. Der haben wir auf Kamera. Ja, haben wir auf Kamera. Der haben wir auf Video. Ist gut. Dort haben wir vergrößern. Kann nie gewinnen. Simon. Ja, tipptopp. Ist immer gut zum Gewinnen. Das ist immer. Spaß. Ja, ja, genau. Wer ist denn mit dir auf der Mannschaft? Der Michi Scherer und der Pascal Alder. Solid, super, super Teams, ja. Gute Teamgeist. Spass gemacht mit denen zu spielen, ja. Wie war das Halbfinale? Ja, beides Mal war sehr knapp, Halbfinale und Finale. Beides Mal haben wir in Verlängerung müssen. Aber da haben wir Nerven bewiesen und den Sieg heimgeholt. Finale hat denn dort? Ja, genau. Super. Punkt, ja. Schönen Tag noch. Ah, heute habe ich gehört, der frei. Ja, genau, ja, heute Nachmittag. Was steht da? In die Stadt gehen. Ja, wir müssen jetzt noch nicht mal schauen. Ja. Okay. Ganz spontan entscheiden. Das Wetter passt? Ja, das Wetter hilft. Sehr schön. Schönen Nachmittag. Danke, ja.